Glück auf, liebe Modellbahnfreunde, zum 3. Dezember. Und ich habe wieder mal hier in meinem Buch geblättert. Und übrigens hatte ich erwähnt, dass der Manfred Meyer, der Sohn ist von Günter Meyer, ganz berühmter Eisenbahnfotograf, der Herr Meyer. Und hier drin in dieser Ausgabe sind schöne Fotos vom D560-561. Das ist ein Güterzug, der wurde von Aue bis Zwickau mit einer G12 befördert, also einer 58. Ja, er bestand aus den fünfteiligen Doppelstock-Garnituren aus Zweien plus doppelstöckigen Gepäckwagen. Zwei Garnituren habe ich nicht, aber eine habe ich und die zeige ich euch jetzt. Und dann waren da drin auch noch schöne Fotos, was sonst noch so Richtung Aue gefahren ist. Das ist heute mal die spezielle Strecke. Und zwar waren das Zwickauer 44er ohne Windleitbleche, die die Erzwagen dann gezogen haben. Und es waren auch schöne Fotos drin, da könnte sich unsere Modellbahnindustrie mal eventuell ein Beispiel dran nehmen. Es ist gerade eine Fliege vor das Objektiv geflogen. Und könnte mal zum Beispiel Clubmodelle herstellen. Und zum einen ist das eine 52 mit Tender der 50 und eine 50 ohne Windleitbleche. Das könnte man doch ganz einfach mal nachbilden. So, jetzt gucken wir mal. So. Und ich sage hier, Außenstand fährt die 58 mit der Garnitur hier hoch und auch ganz langsam. Ich weiß nicht, im DT-Port hat einer geschrieben, die hätte Probleme mit der vierteiligen Einheit von Arnold. Also ich weiß nicht, was der für eine Anlage hat. Aber wie gesagt, wenn ich ja so eine Steige habe, dann kann ich nicht anhängen, wie verrückt. Bei mir geht es 11 cm an Schattenbahnhof runter, also 3% Steigung sind das garantiert immer. Und da hat die Lok überhaupt keine Probleme. Also optimal. So, jetzt schauen wir uns das auch aus der Nähe an und auch was sonst noch so gefahren ist. Zum Beispiel die Falkensteiner Garnituren immer mit der 75 und dem Regelwagen und dann auch noch mal einem Stock. So, also jetzt hier eine 44 ohne Windleitbleche mit dem Dreckzug, wie man gesagt hat früher. Ja, die Erzwagen, das war mal so eine Sonderauflage von Deblon Shop Sebnitz. Gibt es ja leider nicht mehr. Wismutwagen mit Beladung. So loses Gestein muss man selber einkleben, aber eine klasse Garnitur. Und für meinen Freund Jörg, an den Doppelstockwagen sind auch die Schlussscheiben dran, sogar beleuchtet.
Steilstrecke Eibenstock, Unterbahnhof, Oberbahnhof. Da fuhr zum Beispiel diese Garnitur, die 9420, mit den Behelfspersonenwagen. Die sind ja von Busch. Und von dran ein umgebauter Packwagen, wo der Zugführer stand und die Strecke beobachtet hat. Das ist jetzt hier ein normaler Packwagen, aber so ungefähr sah das aus und es durfte nur geschoben werden, um Zugtrennungen zu verhindern. So, jetzt lassen wir erstmal noch den Falkensteiner mit der 75 einfahren und dann gucken wir uns mal die Steilstreckengarnitur an. So, da haben wir ja die Ursachsen alle zusammen. Die 75, die 94 und hier noch die 5T. Übrigens hier hinten in dem kleinen Güterwagen ein Ladegut vom René Köppe. Das hat er mir voriges Jahr geschickt. Nochmal viele Grüße und vielen Dank. So, nun lassen wir mal die Garnitur starten. Und mit der 5T möchte ich mich verabschieden. Bis zum 4. Dezember. Euer Tagbruder Harry. Macht's gut.